Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA hat unterschiedliche Reaktionen bei Religionsvertretern hervorgerufen. Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland reagierte bestürzt über das Ergebnis. Trump habe mit Parolen der Angst und des Hasses geworben. In einer Stellungnahme appellierte die Kirche an alle evangelische Christen weltweit, sich vorbehaltlos auf die Seite von Menschenrechten sowie Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu stellen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hofft, dass vieles nicht so heiß gegessen wie gekocht werde. So dumm wie einige Sätze von Trump im Wahlkampf waren, kann dieser Mann eigentlich gar nicht sein. Der Vatikan gratulierte Trump zum Sieg. Die russisch-orthodoxe Kirche sieht Trumps Wahl positiv. Sie hofft auf eine Entspannung in den Beziehungen zu Russland und einen gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus. Es wäre für die Kirche besser, sie würden sich stärker auf den Glauben konzentrieren und weniger Politik machen. Das hat der bayerische Finanzminister Markus Söder gefordert. Der CSU-Politiker, der der Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern angehört, sagte weiter: Natürlich dürfen und müssen Kirchen mahnen. Die Kirchen sollten aber keine Ersatzpolitiker sein wollen. Der Staat solle sich um seine Angelegenheiten kümmern, die Kirche um ihre. Der bayerisch-lutherische Landesbischof Heinrich Bedford Strom verteidigte gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA das Recht der Kirche, sich politisch zu äußern. Aus einem echten Glauben erwüchsen auch Orientierungen für die Politik. Die Bundesregierung soll ihren ganzen Einfluss geltend machen, damit die Heimat orientalischer Christen und anderer Minderheiten nicht endgültig für Nicht-Muslime unbewohnbar wird. Das fordert die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Anlass ist der Internationale Gebetstag für verfolgte Christen am 13. November. Sehen Sie dazu einen Kommentar vom Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb. Die Verfolgung der Christen gehört von Anfang an zur Geschichte der Gemeinde Jesu. Das ist eigentlich eine Tragik, weil man überlegen muss, weshalb werden eigentlich Christen verfolgt? Es gibt ja überhaupt keinen Grund, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, schlechter behandelt würden von der Gesellschaft. Sie tun auch der Gesellschaft nichts Böses. Es ist irgendwie ein Geheimnis, warum sie Störfaktoren in manchen Gesellschaften sind. Im Augenblick haben wir ein Ausmaß an Christenverfolgung auf der Welt, das wirklich beängstigend ist. Und natürlich fragt man sich, was können wir denn eigentlich tun? Was können wir tun, um unseren Geschwistern beizustehen? Eines können wir können beten. Und deshalb denke ich auch, dass wir das Gebet jetzt am Sonntag für verfolgte Christen in besonderer Weise in den Mittelpunkt stellen müssen.